Es gibt auch nichts Schöneres als Schnee. Man kann Skifahren, Schlitten fahren, Snowboard fahren und natürlich Schneemänner bauen. Habt ihr doch bestimmt auch schon mal gemacht. Und da unten in Bischofsgrün bauen sie den größten Schneemann Deutschlands. Und ich darf mithelfen. Und was brauchen wir für so einen riesigen Schneemann? 200 Tonnen Schnee. Das sind 40 LKW-Ladungen voll mit Schnee. Boah. Bei so viel Schnee brauchen wir einen Bagger. Der türmt den Schnee jetzt erstmal auf. Der Schnee muss zwischendurch immer wieder nass gemacht werden, denn nasser Schnee pappt besser zusammen. Damit können wir dann richtig gut bauen. Jetzt wird der ganze Haufen oben schön platt gemacht. Darauf bauen wir dann den dicken Bauch. Aber wie kriegt man so einen riesigen Schneemannbauch richtig schön rund? Mit einem Trick. Wir bauen zuerst mal mit Brettern ein Riesenfass. Und in dieses riesige Fass wird dann der Schnee hineingeschaufelt. Ah, hoppla, der Schnee ist ganz schön schwer. Dann den Schnee gut verteilen und jede Schicht immer wieder platt stampfen, bis das Fass voll ist. Zwischendurch immer wieder Wasser drauf, damit der Schnee zusammenpappt und lange hält. So, den Bauch hätten wir. Fehlt nur noch der Kopf. Auch dafür bauen wir mit Brettern wieder ein rundes Fass. Und wieder Schnee hinein, bis das Fass voll ist. Jetzt kommt noch der Hut. Das wird knifflig. Er muss ganz genau auf der Eisenstange in der Mitte des Kopfes sitzen, damit er nicht herunterfällt. So. Und Achtung, geschafft! Der Hut ist oben offen, denn auch da kommt Schnee rein. So, der Hut sitzt fest. Jetzt können wir die Bretter vom Kopf entfernen und ihn noch ein bisschen glatter machen. Mit großen Schaufeln formen wir einen schönen, runden Kugelkopf. Dann kommt die nächste Kugel dran. Auch hier nehmen wir die Bretter ab und formen eine dicke Schneekugel. Fehlt nur noch die größte Kugel. Dabei hilft uns wieder der Bagger. Sieht doch schon toll aus, oder? Aber das Wichtigste fehlt noch. Das Gesicht. Das ist übrigens Horst. Er hatte vor vielen Jahren die Idee, so einen riesigen Schneemann zu bauen. Er passt auf, dass die Nase genau in der Mitte sitzt. Jetzt noch die Augen aus Blech, die Augenbrauen und natürlich der Mund, damit der Schneemann schön lacht. Dann bekommt er noch einen Schal. Der ist übrigens 11 Meter lang. Jetzt noch die Fliege und ein paar Knöpfe. Fertig! Aber etwas fehlt noch. Das muss der Horst selber machen. Schaut mal, was jetzt kommt. Eine Pfeife! Horst steckt sie an, damit sie richtig schön qualmt. So, und wir schicken euch jetzt viele Grüße aus Bischofsgrün. Vom größten Schneemann Deutschlands.